Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller Antosch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder ein kleines Video aus der Videoserie Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und zwar wollen wir wieder einiges an Gold ausgeben. Dafür habe ich schon mir ein paar seltene Sachen rausgesucht. Und das allererste Item haben wir hier einmal Miniatur Winterhauchbaum. Und das ist prinzipiell ein Item, was wir vom Winterhauch festkriegen, aus dem gestohlenen Geschenk raus. Aber es gibt da im Laufe der Jahre verschiedene IDs, die dementsprechend dann durchgeswitcht sind und manche gibt es nicht mehr. Und dieses Item, das ich hier habe, ist eine von diesen ganz, ganz seltenen IDs. Ich kann euch auch mal zeigen, wie selten. Ich habe jetzt hier einmal die Seite WoW Thing, da kann man sich alle möglichen Sachen anzeigen lassen, die man noch braucht. Normalerweise lasse ich mir nur die günstigsten anzeigen und ihr seht hier der Dolch. War hier auf einem russischen Server drin und den habe ich ersteigert für diese 15.000 Gold. Das Ding ist, EU-weit, also auf allen EU-Servern gibt es den genau zweimal. Einmal hier für die 15 Cards den gegeben und sonst für 3 Millionen. Sonst ist er halt immer für mehrere Millionen drin und ihr seht, also wenn es EU-weit nur zwei gibt, dann wisst ihr, das Ding ist selten. Ja? Und ja, dann dachte ich mir, komm, hole ich mir den auf dem russischen Server. Es ist immer ein bisschen schwierig, auf einem russischen Server was zu kaufen, selbst mit mehreren Accounts, denn man kann nur auf einen russischen Server einloggen und einen Char erstellen, wenn man das Sprachpaket auf Russisch bzw. halt Kyrillisch umstellt, ne? Und sobald man aber dieses kyrillische Sprachpaket hat, kann man auf dem gleichen PC nicht mehr mit einem anderen Account einloggen, auf dem deutschen. Also man kann, wenn dann, nur mit deutschem Sprachpaket einloggen oder nur mit russischem. Und ich kann auf einem deutschen Server nicht mit diesem kyrillischen Sprachpaket einloggen. Also es ist total dumm. Heißt, ich brauche einen anderen Spieler, der mir das Gold tradet. Ich kann es mir nicht selber über meine zweite Accounts traden. Ist ein bisschen blöd. Deswegen ist es oft so, dass so richtige Schnapper auf den russischen Servern teilweise ein bisschen länger überleben, in Anführungszeichen, als auf allen anderen EU-Servern. Denn auf den anderen EU-Servern werden die sofort weggekauft von Leuten, die sich halt selber mit mehreren Accounts Gold rüber traden. Auf den russischen Servern ist es ein bisschen schwieriger. Ich habe dann jemanden gefunden, der es mir getradet hat. Und konnte mir das Ding für 15.000 holen, was ein mega Schnapper ist. Eventuell kann es auch im Dämmerung der Ewigen drin sein, im Quantum Messer. Wobei, ich habe da schon ein paar Items entdeckt, wo die falschen IDs eingetragen worden sind. Deswegen bin ich mir da nicht so sicher. Genau, also aber für 15.000 habe ich nichts kaputt gemacht, selbst wenn es quasi als ID mit drin sein sollte. Genau, dann würde ich sagen, lernen wir das einmal. Und dann würde ich sagen, tragen wir das auch ein, beziehungsweise ich bin jetzt gar nicht sicher, ob ich das, ich glaube, das Item habe ich jetzt an sich nicht in meiner Tabelle drin, ne? Ich gucke jetzt aber nochmal, also 15.000 war ausgegeben, hier haben wir den Dolch und dann gucken wir mal, ne, das haben wir nicht hier drin, ne? Das Ding habe ich nicht eingetragen, aber gut, müssen wir gar nicht. Passt auch so. Gut. Und dann war ich noch ein bisschen unterwegs im Black Market. Ich habe ja das letzte Mal, also in der letzten Episode, das waren es noch 11 Teile, die ich aus dem Black Market gebraucht habe. Da habe ich mir eins gekauft und jetzt sind es nur noch 10. Jetzt sind wir quasi in den Top 10 angelangt und ich dachte mir, in den Top 10 machen wir es jetzt so, dass ich mit dem Preis deutlich weiter nach oben gehe, denn ich will jetzt langsam fertig werden hier mit dem Black Market und habe mir ein bisschen was gekauft. Und ich würde sagen, die zwei Items können wir jetzt gleich mal reinschauen, beziehungsweise ich zeige euch vielleicht vorher noch, was ich overall brauche. Aktuell brauche ich noch, wie gesagt, 10 Teile vom T3. Das sind 3 Stück vom Magier-Set, dann 3 Stück vom Hexer-Set, dann einmal 1 vom Schurken-Set. Dann haben wir hier 2 Stück vom, was ist das, Pala-Set und 1 vom Worry-Set. Und wie ihr seht, es sind halt blöderweise immer Kopf, Schultern und Brust. Das sind die Slots, die mit Abstand am teuersten sind. Warum sage ich am teuersten? Naja, man kann sich die T3-Teile auch craften lassen. Und es ist aber so, dass man, um diese T3-Teile craften zu können, so Phylacterium-Gewebe braucht. Und da kostet eins bei so einem Händler 2000 Gold, kann man sich bei einem Händler kaufen. Die Schultern kosten halt 280 von dem, also da das 2k kostet, sind es dann halt 560.000 Gold, das alleine dieses Phylacterium-Gewebe kostet. Ja? Und dann kommen noch ein paar andere Mats hinzu, muss dieses Base-Teil kaufen, das Upgrade-Ding, da kann man immer noch mal so 150k on top etwa rechnen. Ne? Also wenn du dann bei 600, 700k etwa bist für eine Schulter, bei einer Brust sieht es, glaube ich,
ähnlich aus. Die sind, ist, glaube ich, ein bisschen günstiger, die Brust. Aber der Helm kostet auch so viel. Also Helm ist auch bei 280, Brust ist, glaube ich, bei 210. Heißt, alleine das Phyreterium-Gewebe sind wir schon bei 420, plus dann wieder die Upgrade-Items und das Base-Token kannst du so 150k grob rechnen. Vielleicht kriegst du es auch ein bisschen günstiger, aber unter 100k wird es auf jeden Fall nichts, beides zusammen. Und ja, da ist man dann auch bei auf jeden Fall 500k aufwärts. Heißt, das sind die teuren Sachen. Was günstig zum Beispiel ist, ist sind Handgelenke oder Gürtel. Die kosten nur 70 von dem Phyreterium-Gewebe, bist du bei vielleicht 100, 140 plus dann nochmal die 150 drauf. Oder obwohl, ob das teuer ist, vielleicht sind es auch nur 100, die du drauf rechnest. Ne? Ich glaube, manche Slots von dem Base-Token sind vielleicht auch schon unter 100, 20, 30k für das Ding, vielleicht sind es auch nur 100k. Aber dann ist man trotzdem, wenn man 100k drauf rechnet, trotzdem bei über 200k. Also wird das schon relativ teuer, würde ich sagen. Aber gut, genug des Vorgeplänkels. Jetzt würde ich sagen, schauen wir einmal rein, was ich mir noch Schickes an T3 gekauft habe. Das erste Item habe ich hier auf Blackhand gekauft. Und zwar, ja, relativ teuer, aber noch im Rahmen, würde ich sagen. Und zwar haben wir einmal die Brust vom Paladin-Set für 448k. Und wenn ich jetzt nochmal kurz überschlage, was hatten wir gesagt? Brust waren 210, also 210 sind 420, ne? Plus dann nochmal 100 irgendwas drauf, dann sind wir bei auf jeden Fall über 500k. Und ja, dann sind wir da noch drunter, aber trotzdem relativ teuer. Gut, hätten wir die Brust zum einen schon mal. Dann tragen wir die auch noch ein. Gucken, wie viel war das genau? 448. Ja, 148. Dann sind wir noch auf dem Server Lothar. Hier habe ich auch noch ein T3 einmal aus dem Auktionshaus bzw. Black Market Auktionshaus gewonnen. Und zwar Reif des verseuchten Herzens. Und das ist einmal Hexer T3 Kopf. Für 115.000 Gold und 500 irgendwas, aber die lassen wir mal hinten runterfallen. Und da bin ich jetzt bei 6 von 8. Jetzt trage ich das mit in die Liste ein. Wo haben wir sie? Also 115. Da haben wir sie. Jetzt sind wir bei knappen 600k. Und ich habe noch ein bisschen was für Bonus-Royals ausgegeben, hauptsächlich in BFA. Da bin ich aktuell ein bisschen Wordbosse am Farmen und auch schon ein bisschen LFR, ne, um da mal so einen Ticken weiterzukommen. Als nächstes bin ich auf Arthas unterwegs und da habe ich einen super-duper-Schnapper gefunden und zwar blutrünstiger Ledergürtel für 10.000 Gold. Das ist ein lang removedes Item und zwar ebenfalls wieder so ein Craft-Item. Das konnte man zu Cataclysm mal bauen, Rezept wurde aber leider schon entfernt. Und ja, so ein paar Restbestände gibt es noch tatsächlich. Und den kann ich jetzt eigentlich gleich auf meinen Main einmal rüber traden. Und dann können wir den direkt lernen oder auch nicht. Das muss ich mal gucken. Ah, es backt hier schon wieder ein bisschen. Ah, jetzt. Okay, wunderbar. Also, das Ding lernen wir. Und dann können wir das auch aus meiner Liste rausschmeißen. Jetzt gucken wir mal. Also, da haben wir die Liste. Und dann haben wir hier 10k und den Gürtel. Ich habe wieder ein paar Sachen für Bonus-Rolls rausgehauen, ne? So langsam wird es ein bisschen mehr. Als nächstes sind wir auf Iron Peak unterwegs und da habe ich jetzt einen Kolben gefunden, zwar Streitkolben hier, und zwar Hammel des letzten Monats. Und das habe ich bis jetzt immer so ein bisschen außer Betracht gelassen, denn ich habe gehofft, über die Quantum-Tokens kann man das auch rauskriegen. Ich habe mittlerweile alle Streitkolben und dementsprechend war das leider nicht dabei. Heißt, wir kaufen uns das jetzt, kostet 250.000, ist ja ein bisschen über den 200k, was ich sonst für removed Teile ausgebe, aber da wir nicht mehr sonderlich viele haben, bleibt mir da jetzt wenig über und ich würde sagen, das holen wir uns einmal und können das dann halt, ich muss nur so einen Postkasten rausnehmen und dann auch hier an den Main rüber raiden. Ah, okay. So, also das, oder kann ich es eigentlich gleich mit dem lernen? Nee, Stufe 13 muss man sein, so wie es aussieht. Okay, haben wir das Ding auch, dann lernen wir es einmal.
Und dann schmeißen wir das auch aus meiner Liste raus. Das andere Item, was wir eben hatten, war übrigens gar nicht in der Liste mit drin. Ne? Ich habe das danach nochmal nachgeguckt, aber das hatten wir gar nicht. Ne? Jetzt schauen wir hier einmal. Genau, das haben wir hier oben. Hammel des letzten Monats. Das kann einmal raus. Jetzt ist noch Hammel des letzten Jahres. Das ist noch drin als weißes Item. Und dann tragen wir es natürlich auch hier ein. 250.000. Und dann sind wir schon bei 876.000 angelangt. Als nächstes bin ich auf meinem Main unterwegs und zwar hier in der Mondlichtung, denn bei mir hat gerade das Event hier begonnen und zwar das Mondfest und da wollen wir uns jetzt ein Manuskript kaufen und zwar kostet das wieder 50.000, das war ja bei den anderen auch schon ähnlich teuer und das können wir, achso warte mal, ich kopiere mir das einmal raus, dass wir es in die Liste mit eintragen können und dann setzen wir es hier mal ein. Wunderbar. Und dann tragen wir es mit in meine Waste-Liste ein. Ich bin jetzt schon wieder perfekt vorbereitet. Ah, da haben wir sie. Ne, das ist die falsche. Da haben wir es. Genau. Okay, also 50.000 dafür. Und dann sind wir jetzt bei 926. So, dann habe ich nochmal einen T3-Teil ersteigert. Und zwar habe ich hier auf Lothar relativ günstig einmal die Schultern gekriegt. Und zwar für 13.300 Gold, also fast Mindestgebot. Das ist halt immer der Vorteil vom Lowpop-Server. Und das sind einmal die Schultern vom Magier T3-Set. Und da haben wir jetzt mit dem Ding 6 von 8. Also so langsam geht's aufwärts. Dann würde ich sagen, tragen wir die noch kurz aus meiner Liste aus. Also hier 13.000. Und dann gucken wir mal weiter. Als nächstes bin ich hier noch auf einem italienischen Server, Nemesis heißt der, und da habe ich was Nettes gefunden, und zwar haben wir einmal Lederschultern aus Aberros Mythic, und die kaufen wir uns hier für 50.000, und ja, das ist eins der Items, die ich noch aus dem letzten Tier brauche. Jetzt können wir die gleich mal hier mal Main rüber traden. Und sonst sind die Dinger immer für, weiß ich nicht, 200.000 aufwärts im Auktionshaus. Und da habe ich jetzt echt mal einen Schnapper gemacht. Oh, warte mal, jetzt muss ich hier nochmal anklicken. Lass mir auch wirklich traden. Und dann kann ich die gleich mal mit meinem Druid auch einsetzen. Upgraden kann man die Sachen leider nicht mehr, ne? Also man kann nicht mehr von HC auf Mythic zum Beispiel upgraden, um die Dinger zu kriegen. Ihr seht hier Minimum Sofortkaufpreis. Wird mir angezeigt 500.000 Gold. Ich habe es jetzt für 50 gekriegt, also für ein Zehntel. Ja? Was schon sehr, sehr nice ist. So, also, die Dinger gleich mal gelernt. Ja gut, jetzt kann ich sie eigentlich auch gleich weghauen. So, hauen wir sie weg. Brauchen wir nicht mehr die Dinger. Und dann schauen wir mal. Also, dann tragen wir das einmal in meine Liste ein. Hier 50.000. Jetzt sind wir auch schon über 1 Million drüber. Und ich habe nämlich vor allem noch einiges für Bonus-Draws ausgegeben. Jetzt 83.000. Hab nochmal ein bisschen, World-Bosse gefarmt, den BFA, auch ein bisschen LFR, den habe ich jetzt tatsächlich auch fertig gemacht. Und dementsprechend, ja, ist da ein bisschen was zusammengekommen. Und wir können nochmal 50.000 eintragen für ein Achievement, wo ich auch nochmal ein bisschen was rausgehauen habe. Und zwar, hier unterstützt eure lokalen Handwerker. Das war dementsprechend jetzt hier ein Achievement im Liebe liegt in der Luft-Event. Und da muss man auch nochmal 50.000 zahlen. Gut, dann sind wir jetzt durch mit dem kleinen Video. Wir sind jetzt bei 1.084.000 Gold angelangt, haben das ein oder andere nette Item uns gekauft. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gern im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.